Disco Pogo. Flacker, flacker, flack. Ich muss da nicht hinterher, ne? Ich wollte gerade sagen. Finden wir hier noch was hinter der Hütte? Immer sehr kurios, wenn nur einer kommt. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Ja, noch ein Stück war. Na Mensch, das wird ja... Was zum Henker war das? Ich möchte da reinspringen. So. Also eigentlich will ich nicht da reinspringen, aber... Ah, na das wird ja eine ganz wilde Fahrt. Obwohl, geht eigentlich. Aber schon gleich wieder Vögel, natürlich. Da habe ich ja Glück, dass die Brücke genau bis jetzt gehalten hat. Oh nein. Bin ich schnell genug? Verschwindet hier! Nochmal. Ich weiß nicht, warum ich diesen Wagen hier schiebe, aber ich schieb ihn mal. Kann ich darüber jumpen? Muss ich darüber jumpen? Da stehen sie doch schon. Da unten ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Semi kurze Frage. Wie lange ungefähr noch bis zum Ende? Ich überlege, ob ich dann nämlich schon ein bisschen eher aufhöre, damit es sich das nächste Mal nochmal lohnt anzumachen. Ich muss erstmal ein bisschen Material dann rauscutten. Und es ist außerdem 3 Uhr früh, also man könnte vielleicht erwägen, ins Bett zu gehen. Ja, nur vielleicht. Also, wenn es jetzt noch 2 Stunden Gameplay sind oder so, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das nächste Mal noch den Stream einzuschmeißen. That's what I'm talking about. Oh, ich leuchte mal weg. Da verarscht. Ich sehe dir.
mich nicht anleuchten? Er lebt noch, ne? Sieh deine hässliche Mütze noch! Treff ihn nicht. Sag mal, geht's dir noch ganz gut da? Nerviges Federvieh, ne? Ich habe sonst nichts gegen Raben, aber in diesem Spiel doch recht störend. Oh. Hier wird nicht geworfen. Oh, du bist ja schon low, ne? Ja. Entschuldigen Sie? So eine richtigen kackigen Treten hier, ne? Mir ist eingeschlafen, dann antwortet man nicht mehr. Traurig, traurig. Ist es richtig, dass ich irgendwie so wenig Zettel finde? Hat irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. So wenig Manuskriptseiten finde. Actually. Ich weiß nicht, ob Mist das richtige Wort dafür ist. Dass da einfach mal ein LKW mitten in der Pampa von oben kommt. Falsche Waffe. Habe ich ihn jetzt erwischt? Muss ja. Ach Mensch. Hätte gedacht, ne?
Sind auch so Sachen, die glaube ich nicht hierher gehören. Also, ja. Fast, Kollege, fast. So, ich komme von hier nicht ran, ja. Ich muss also da... Okay. Rück da mal hier reinkommen. Tut uns doch allen gefallen, kommt mal rein in die gute Stube. Regenerieren ist es mal wieder? Nee. Kannst du deinen nervigen Bruder auch bitte hier reinholen? Belastend. Jetzt erwischt oder? Sammy, bist du noch da? Jung. Ich hab dich was gefragt und du antwortest nicht. Achso. So langsam. Wenn du schon mit dem Zeug nach mir schmeißt, muss natürlich auch treffen, ne? Das ist natürlich jetzt eine kleine Grundvoraussetzung. Eigentlich. Shit. Wird aber langsam ganz schön bunt hier, ne?
Fast wäre ich draufgetreten. Das war aber besonders knapp hier. Wo sind denn... Ich habe keine Manuskriptseiten mehr gefunden. Warum nicht? Ja, dann kann ich auch 5. Jetzt, hier fehlen noch so viele Seiten. Also eigentlich 3. Die anderen sind alle Nightmare. Zieh schon mal ins Bett und schau noch zu... Aber schreibt, nimm mal maximal Folge noch. Ja, ich wollte wissen, wie lange es noch geht. Weil ich habe überlegt, ob ich vielleicht nächstes Mal dann noch weiterspiele. Wenn das sich jetzt noch so um ein Stündchen oder so handelt. Sagt ihr auf jeden Fall schon mal gute Nacht. Danke für deinen Support, dass du so lange dabei warst. Meine Dudes hängen hier auch immer noch rum, ne? Teamspeak. Nicht mal geguckt, ob hier noch geht. Jetzt spiele ich auch keinen Tag auf mehr, ne? Jürimann. Siehst du nicht, dass du hier keinen Platz hast? Du drückst dir irgendwelche Tasten gleich. Nee, du brauchst dich hier nicht hinlegen. Da kannst du dich hinlegen. Jetzt hier gleich wieder Mörder zur Sache, ne? Was knüpfen? Kettensäge ist, glaube ich, kein gutes Geräusch. Vielleicht ein bisschen zu seitlich. Wow. Jetzt ein bisschen schlechter Kollege, würde ich mal behaupten. Ganz schön frech.
Er müsste euch schon mehr Mühe geben, ne? Mal ganz ehrlich. Wieder nicht gesehen, ne? Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte. Und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Klar. Schreibt eine Hütte hin und dann ist sie auch da. Bin wieder so ausstaffiert, ich könnte schon wieder die ganze Stadt von Dunkelheit befreien, ne? Sag's nur. Kehren Sie um! Bin ich dem Ende ganz nah? Gehorchen Sie! Was für Scheiß werde ich tun? Sind wir schon am Lake? Oh, 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 das ist okay. Deswegen hat es doch so lange mit mir ausgehalten, ne? Macht Sinn. Sollte mal andere Wege beschreiben, anstatt immer mittendurch. Ich bin fast runtergeflogen wegen dieser Kameraführung. Dann nochmal. Ich würde ja gerne über alles reden, aber... Willst du da reinbolzen? Wahrscheinlich, wa?
schon weniger, ne? Ja, einfach so. Ja. Ich musste sein Herz durch Licht verletzen. Muss ich jemanden in die Mitte zielen oder was? Kann ich auch näher ran? Sie versagen. Ah. Es ist in ihrem Kopf. Einfach mal einen Schritt näher rangehen, ne? Das hilft dann. Ach, mir klingeln die Ohren. Ich bin tot. Cool. War jetzt doch nicht so, wie ich gedacht hab. War nicht schlimm. Ich weiß halt nicht, ob ich mich von außen nach innen arbeiten muss. Hat nicht alle Gegenstände verhext, so, ne? Oder von Dunkelheit gezeichnet. Ach. Oh.